Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch alle hier vom Flussufer. Bin gerade angekommen, richtig früh in den Stadtlöchern. Die Sonne lacht. Das Frühjahr ist in vollem Gange. Ich werde jetzt noch mein Boot auftackeln und dann in die erste Nacht der neuen Angelsaison hier am großen Fluss starten. Bin noch am Überlegen, was ich mache. Da drüben, da war der schon mit mir, da wohnt der Hausmeister. Da unten, da war der im letzten Video auch dabei. Da wohnt das Brückenmonster. Und diesmal machen wir mal was Neues. Eine Nacht haben wir Zeit. Bin gespannt, ihr seid dabei. Jetzt heißt es erstmal Boot packen, alles vorbereiten und dann geht's los. Alles ist vorbereitet. Sonne hat richtig Kraft, wie ich aussehe. So, und jetzt geht's raus. Köderfisch noch laden ein paar, aber ich habe auch noch einen Geheimköder dabei. So geheim ist der eigentlich gar nicht. Aber damit angelt hier kein Mensch. Beziehungsweise ich habe damit noch nie jemand angeln sehen. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Zeige ich euch später am Platz. Aber jetzt fahren wir erstmal raus und gucken, was wir finden, was wir machen. Seid gespannt, bleibt dran, Abfahrt. Ich habe jetzt erstmal meine ganzen Fahrtstrecken vom letzten Jahr gelöscht hier in diesem Gewässer. Das ist ganz wichtig, dass ihr das zum Saisonstart macht. Denn manche Gewässer verändern sich im Laufe der Zeit und vor allen Dingen im Winter, wenn viel Hochwasser ist. Und hier dieses Gewässer transportiert so viel Sand, es entstehen neue Untiefen. Und jetzt zum Beginn ist es ganz wichtig, dass ihr die Strecken neu aufzeichnet. Also ich fahre jetzt alles ab, wo ich sicher fahren kann. Dass wenn ich mal nachts unterwegs bin oder auch Nebel kommen sollte, was jetzt im Frühjahr ja nicht das Abnormalste ist, dass ich eine sichere Strecke habe, um wieder ans Camp zu kommen. Ganz einfach, dass ich sicher fahren kann. Ich werde jetzt alle Strecken neu anlegen. Die Punkte, wo früher mal die dicken Fische gebissen haben, bleiben natürlich erhalten. Aber auch die Spots haben sich augenscheinlich schon sehr verändert. Ja. Wir haben Niedrigwasser, sehr, sehr klares Wasser. Keine einfachen Voraussetzungen aktuell. Aber jetzt beginnt alles wieder von vorne, zumindest hier an diesem Gewässer. Bin gespannt. Schaut mal, genau das meine ich. Ich muss erstmal den Flachwasseralarm ausmachen. Mitten im Fluss kommt plötzlich eine Kante, eine Sandbank steigt auf, liegen Bäume drauf. Wenn ihr jetzt nachts hier unterwegs seid, seht ihr das natürlich nicht und würdet hier wahllos draufballern und euer Boot wahrscheinlich kaputt machen und vielleicht sogar euch selbst gefährden. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr ein Echolot habt, was Strecken aufzeichnen kann, markiert euch solche Punkte. Auch wenn das Wasser jetzt einen halben Meter steigt plötzlich, wisst ihr dann, wo diese Hindernisse sind? Wahnsinn, ne? Letztes Jahr habe ich euch einige Videos von diesem Gebiet hier gebracht. Haben wir hier gute Fische gefangen. Da war hier, wo das Boot aktuell treibt, eine Wassertiefe von 3 Meter. Eine ganz tolle Sandbank. Aber jetzt hier haben wir Flachwasser. 80 Zentimeter jetzt hier noch am Ufer. Na, klasse. Das hat jetzt mega geklappt. Jetzt habe ich mich sogar als Revierkenner komplett festgefahren. Sieht man überhaupt nicht. Ich wollte jetzt hier ans Ufer ran, mir das Ufer anschauen. Kommt ein Sandrücken hoch, bumm, Boot fest. Aber zum Glück haben wir sandigen Untergrund. Der Schraube ist nichts passiert. Aber Wahnsinn, wie sich das alles verändert hat. Ich lasse mich jetzt hier langsam runtertreiben. Und gleich direkt hinter diesem Abriss hier, ihr seht ja noch ein bisschen die Wasserverwirbelung, fällt es plötzlich wieder tief ab und ich habe ein ganz langes Sandufer nach unten, wo die Wassertiefe tiefer aussieht.
die Wassertiefe tiefer. Fini rastet auch schon aus. Die will jetzt endlich raus. Flachwasseralarm. So, und jetzt schaut mal. Da bin ich aufgesessen. Und hier geht es jetzt runter. Haben wir schon wieder eine Tiefe von 1,50 Meter, 1,60 jetzt. Schöner Abriss im Fluss. Hier werden wir uns hinhängen. Hier werde ich es heute Nacht probieren. Wassertemperatur ist hier auch ein bisschen höher, 10 Grad. Im Fluss draußen war es 9, Ebbes. Ja, weil es sich halt hier kaum bewegt, die Strömung am Ufer. Hier werde ich auch ein paar Köder am Ufer noch fangen können mit der Fiederrute. Ist auch immer wichtig. Dort, wo die Köder sind, sind die Wälse. Und dann können wir nach unten schön die Ruten staffeln. Das ist der Plan. Auf geht's. Hier machen wir uns fest. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Fini, fangen wir hier einen Wels? Sind hier Wälse? Ah, sie guckt schon mal. So, jetzt bereiten wir erstmal unser Boot vor, unser schwimmendes Zuhause. Ich habe unser neues Blackhead Bootszelt dabei. Ist ganz klein verpackt. Und das Tolle an dem Teil ist, es ist aufblasbar. Also es geht jetzt rucki zucki. So, ich kann jetzt schnell auf. Und dann bereiten wir die Ruten vor. Hier sitzen noch vom letzten Einsatz die ganzen Stinkwanzen drin. Wahnsinn. Überall hast du die hängen. Im November habe ich das letzte Mal im Einsatz gehabt, das Muster. Überall hocken diese Viecher. In jeder Ritze. Ah ja. Jetzt sind sie wieder frei. Der Aufbau geht rucki zucki. Ich breite das Zelt jetzt auf dem Boot aus. Pumpe dran. Wupp. Und gleich steht's. Und gleich haben wir unser schwimmendes Zuhause vorbereitet. Das Zelt stellt sich dann praktisch von alleine auf. Es gibt drei Luftkammern, die werden nacheinander befüllt. Jetzt steht es schon. Ich befestige jetzt meine Befestigungspunkte am Boot, also die Ösen vom Zelt mit den Punkten, wo ich das Zelt vorher am Boot angepasst habe, dass es perfekt und sicher auf dem Boot steht. Fülle jetzt nochmal komplett die Schläuche mit dem empfohlenen Luftdruck und schon sind wir einsatzbereit. Rucki zucki steht die Hütte. Ich verspanne es jetzt noch unterhalb der Bootsreling und dann ist schon alles vorbereitet, alles perfekt. Ja. Ich zeige euch mal später innen im Bootszelt, wie ich es genau befestigt habe. Die zwei Häute, wir haben zwei Schichten verbaut, damit wir kein Kondenswasser haben. Und wie ihr erkennen könnt, einen tollen Eingang und auch zwei Fenster. Links und rechts eins, dass er auf jeden Fall die ganze Zeit auf dem Boot den Durchblick behaltet. So, hereinspaziert in die gute Stube. Seht ihr mal, was das hier für ein mega Platz ist. Hier drüben schlaf ich, hier drüben schläft Fini. Also mein Boot ist dafür konzipiert, dass bequem zwei Personen nebeneinander schlafen können oder eine Person und Hund. Genau, so sieht es von innen aus. Man kann schön aufrecht drin sitzen. Kommt immer ein bisschen auch auf die Bootsbreite drauf an. Hier vorne in dem Bereich sind die Luftschläuche.
Hier sind diverse Haken dran, wie ihr diese dann am Boot befestigen könnt. Ich habe mir hier so Haken dran gesetzt, wieder eingehangen. Das gleiche befindet sich auch nochmal im vorderen Bootsbereich. Hier drüben seht ihr das schön, ja, die Haken. Und hier nach vorne hin habe ich die Luftschläuche an einem Rutenhalter befestigt. Von diesen Befestigungsbändern sind unzählige im Lieferumfang enthalten. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Ja, das ist mein Zuhause. Hier kann man auch schön bequem vorne rausgehen. Und ich kann problemlos beim Fahren, wenn ich es jetzt mehrere Tage auf dem Boot montiert lasse, schön oben drüber schauen. Wichtig ist halt, dass es sehr flexibel und effektiv ist. Ich mache jetzt heute nur eine schnelle Nacht. Morgen kommen meine Gäste. Da werden wir das wieder abbauen. Wir werden dann erstmal vom Ufer aus angeln und starten. Wir brauchen dann mein großes Boot zum Vertikalangeln. Und da ist das natürlich super praktisch, ne? Kein Stangefriemel, kein gar nichts. Aufblasen, ruckzuck steht's. So, und jetzt bereiten wir unsere Montagen vor. Wir haben noch Zeit, es ist Mittagszeit. Finny chillt da hinten im Sand. Aber was gemacht ist, ist gemacht. Auf geht's. Ich habe noch von zu Hause, vom Rheinangeln im Winter, die ganze Schlagschnur auf den Rollen drauf. Die ziehe ich mir jetzt hier runter. Die brauche ich hier auf der Sandbank nicht. Ich will möglichst unauffällig angeln. Schlagschnur ist immer dann wichtig, wenn ihr irgendwo in die Hindernisse, in die Steinpacken reingeht. Aber das ist hier nicht der Fall und deswegen kommt sie weg. Ich wickel mir die dann immer schön sauber um die Finger. Dann kann ich sie nämlich nochmal benutzen. So. Wegwerfen braucht ihr die nicht. Die Zeuslein, die könnt ihr euer Leben lang, glaube ich, als Schlagschnur nehmen. So. ~10 Tree-U-Pose an der Haarmontage. Never change a running system. Als Hauptschnur kommt die S-Line zum Einsatz. In der 0,55er Stärke, da brennt definitiv nichts an. So, Odele. Zwei Meter lang sind meine Vorfächer. Alles ist vorbereitet, zweimal Tree-U-Pose, der Big Fish gerannt hier am Fluss mit 10 Gramm. Und hier drüben habe ich eine 15 Gramm EVA und zwei Trillinge direkt dahinter geschaltet. Na, jetzt fragt ihr euch, was denn da los? Warum sind da zwei Trillinge hintereinander geschaltet? Ja, das ist mein Spezialköder, wo ich vorhin schon am Steh gesagt habe, der Geheimköder ist kein Geheimköder. Aber ich werde hier in einem Gebiet, wo der lebende Fisch erlaubt ist, Tauwürmer jetzt mal einsetzen. Ich werde es jetzt eine ganze Zeit lang mal testen. Zu Hause am Rhein, ihr habt ja schon ein paar Videos davon auf dem Blackhead-Kanal gesehen, vom Sven und mit dem Sascha und auch wo ich mit dem Sven unterwegs war, kamen die richtig dicken Fische bei den kalten Wassertemperaturen jetzt noch. Alle auf Tauwürmer. Und hier am Fluss kenne ich keinen, der mit Tauwürmern angelt. Hier in Italien, jedenfalls in den Angelläden, die ich kenne, gibt es keine Tauwürmer zu kaufen. Vielleicht ist es hier der Spezialköder, ja. Ich habe es selber noch nie probiert. Ich habe hier schon mit Würmern geklopft, ganz klar. Aber auf einer Montage habe ich mir immer gesagt, warum soll ich denn mit Würmern angeln, wenn ich hier mit Köderfisch angeln darf. Aber auch das Angeln in Deutschland hat gezeigt, jetzt im Frühjahr, im Winter, dass Würmer doch wirklich ein Garant für dicke Fische sind. Ich werde es jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall immer wieder mit testen. Ich werde immer wieder eine Rute mit reinhängen zwischen die Livebaits, um zu sehen,
ob das hier vielleicht richtig gut funzt. Bei uns in Deutschland ist es auf jeden Fall der Wurm ein Topköder. Viele Leute haben Angst davor, weil sie sagen, wird ja alles abgefressen. Aber man muss da einfach ein bisschen auf die Temperaturen achten. Erfahrungsgemäß bis zu Wassertemperaturen 15, 16, 17 Grad, also bis Ende April, Anfang Mai hatten wir in Deutschland beim Wurmangeln niemals Probleme. Ja? Da war nie was abgefressen. Erst wenn das Wasser zu warm wird, werden auch die kleineren Fische aktiver und ballern euch die Würmer von euren Wurmmontagen runter. Da heißt es natürlich aktiv bleiben, immer wieder nachsetzen. Aber jetzt noch in der kalten Jahreszeit im Frühjahr hatten wir nie Probleme, dass uns die Wurmbündel abgefressen waren. Wenn kein Biss auf die Ballermontage kam, waren die Jungs alle noch drauf. Und ansonsten hing dann Wels dran am anderen Ende. Ja? Also deswegen will ich das jetzt hier mal am Fluss testen. Es ist ein Naturfluss. Es gibt viele natürliche Ufer hier und dementsprechend natürlich auch Würmer. Also sollten sie kennen. Und vielleicht ist es ja der Bringer. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ihr seid dabei. So, jetzt fahren wir mal raus, gucken uns mal die Spots an, wie wir angeln wollen. Und dann legen wir die Routen aus. Die erste Route werden wir natürlich genau dort setzen, wo wir vorhin mit dem Boot aufgesetzt sind. Da stecke ich mir jetzt hier diesen Umlenker rein. Hier wäre jetzt natürlich der Bomber-Hunter-Stick ideal, aber die habe ich im Camp vergessen. Genau schön oben auf die Kante. Wahnsinn. Ein Drittel vom Fluss und es ist mega flach. Ein richtiger Abriss ist hier drin. Ich werde oberhalb jetzt diesen Umlenker hier setzen, meine U-Pose flussabgesehen ablegen, an die Kante, die Schnur hier dann über den Umlenker zurückführen. Wichtig ist, dass ihr den richtig schön fest reindrückt, denn der wird später die Schnur zum Angelplatz umlenken. Ich werde fest umlenken. Auf der anderen Seite hört man, die Italiener nutzen natürlich auch das schöne Wetter jetzt. So sieht mein fester Umlenker aus. Nach dem Ablegen von der U-Pose werde ich hier meine Hauptschnur zurückführen, an diesen Punkt hier und hier einhängen. Damit der Baller, wenn er beißt, permanent Druck hat. Nach dem Biss muss ich mit dem Schlauchboot natürlich hier ranfahren, meine Schnur ausklinken. So. Es wird halten. Ich fahre jetzt langsam von dem Flachwasserbereich raus Richtung Flussmitte. Im Hintergrund seht ihr das Boot stehen, dort ist so gut wie keine Strömung. Und suche mir jetzt exakt den Strömungsschatten, also wo die harte Strömung auf das stehende Wasser trifft. Unten genau an der aufsteigenden Kante. Jetzt geht es direkt zum Umlenker. Hier wird meine Schnur eingehangen. So, und jetzt geht es zurück zum Boot. So, noch schnell ein Glöckchen drauf, dann geht es schon mit den anderen Ruten weiter. Die Blackhead-Knicklichter leuchten übrigens mindestens 2 Nächte am Stück. Also für Sparfüchse unter euch, mega Anschaffung. Ich angel sie sogar teilweise 3 Nächte.
nächste Route. Direkt an der Uferkante, stromabgesehen, werden wir jetzt auch nochmal einen Köfi präsentieren. Bei dieser Route, bei der ufernahen Route, flussabwärts gesehen, habe ich mir auch einen Umlenker mitgenommen. Die wird relativ nah an die Uferkante gelegt. Und dann werde ich die Schnur direkt nach dem Ablegen, direkt über den Umlenker, den wir gleich am Ufer stecken werden, ans Ufer führen und zurück zum Boot, dass die Fische, die jetzt hier hochziehen in diesem Gebiet, nicht auf diese Schnur treffen können, nicht verschreckt werden können. So, ich suche mir jetzt eine flache Kante, so 1,80 rum, wo es draußen aus der Flussmitte hochläuft. Aber jetzt setzen wir erstmal einen Umlenker. So, hier sind wir jetzt im Uferbereich. Hier wird jetzt reingesteckt. Muss auch gar nicht weit rausgucken. Es geht hier mehr nur darum, dass ich die Schnur vom Angelplatz, also aus dem Fluss, entferne und dann hier am Ufer hoch zum Boot umlenke. So. Perfekt. Über die Kante. Ich fahre jetzt einfach nur am Umlenker vorbei und lege die Schnur rein. Und jetzt geht es auf direkten Wege zum Boot. So, unsere dritte und letzte Route. Und wie versprochen, hier werden wir jetzt ein schönes Tauwurmbündel präsentieren. Das wäre wirklich der Knaller, oder? Wenn in einem Gebiet, wo alle sich darauf freuen, Köderfische einzusetzen, die Waller gut auf Würmer abgehen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen, wo ich am Fluss hier bin, testen, immer wieder eine Rute mit Würmern reinhängen. Und heute ist die erste Nacht. Heute ist es wirklich das erste Mal, ich bin über 20 Jahre hier an diesem Fluss unterwegs, wo ich eine Rute ganz gezielt mit Würmern einsetze. Das große Problem wird nur sein, wenn es funktioniert. Ich habe gerade 2 Dosen von zu Hause noch von den reinen Sessions am Start, hier an Würmer ranzukommen. Aber dann kann ich ja meine Tourgäste anrufen und Würmer bestellen. Vielleicht gibt es auch irgendwo in Italien hier diese Tauwürmer zu kaufen. Aber hauptsächlich nutzen die Italiener hier diese Seeringelwürmer. Also ich habe noch keinen Angelladen gefunden, wo es große Tauwürmer gibt. So, nochmal genauso wie zu Hause. Richtig schön vollballern. Ja, braucht ja schon eine ordentliche Menge. Und bei den Tauwürmern ist es natürlich auch wichtig, dass ihr eine bisschen schwerere... Oh, der eine Köfi meldet sich schon. Dass ihr eine bisschen schwerere U-Pose wählt, also eine U-Pose mit mehr Auftrieb als bei den Köderfischen. Köderfische könnt ihr ja teilweise mit 3-4 Gramm präsentieren. Aber so ein Wurmbündel hat dann irgendwann auch Gewicht und das muss halt hochgezogen werden. Wenn es nur auf dem Grund liegt, bringt es nichts. So, 3-4 Würmer auf jeder Hakenspitze. Gibt Gewicht und dann ist ratzfatz so
so eine Dose auch leer. Hoppala. Ja, das hast du halt bei Köfis nicht, dass dir die ganze Wurmerde ins Schlauchboot fällt. Aber das Schlauchboot wird in den nächsten Tagen bzw. Wochen noch gut eingesüfft. Ich bin echt mal gespannt, ob es funktioniert. Wenn die Rute sitzt, lassen wir jetzt mal hier Ruhe einkehren. Wenn wir so flach angelt, wie wir das gerade tun, in so Wassertiefen zwischen 1,80 und 2,50, sollte man relativ früh mit dem Auslegen fertig sein. So sieht's aus. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eure U-Pose perfekt auf das Tauwurmbündel abgestimmt ist, könnt ihr ja auch einen Test machen. Werft es einfach mal ins Wasser rein. Wenn die U-Pose das Tauwurmbündel über Grund hält und noch leicht aus dem Wasser, aus der Wasseroberfläche jetzt herausragt, dann ist es die perfekte Präsentationstragkraft der U-Pose für das Angeln. Das testen wir jetzt mal. So, ich hau's jetzt mal hier vorne ins Wasser rein. So, die U-Pose schaut noch zu einem Drittel aus dem Wasser raus. Ganz perfekt. Ist jetzt, wie ich euch vorhin schon erklärt habe, eine 15 Gramm U-Pose, EVA. Und es schaut gut aus. So muss es aussehen. Und dann hebt sie in der Strömung des Wurmbündels schön knapp über Grund. Ja, es wird jetzt langsam frisch. Tagsüber so tolles Wetter, richtig warm. Und jetzt zum Abend hin, die Sonne geht gleich unter, wird es nochmal richtig kalt. Aber das ist das Frühjahr. Aber genau in diesem Moment, wo auch die Sonne Kraft hat, ist das flache Wasser sehr interessant. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Und schauen wir mal, ob der Spezialköder einen Fisch bringt. Das wäre der Wahnsinn. Drüben ist der Umlenker von der ersten Rute, drum abgesehen. Und direkt daneben, die tiefere Kante rein, kommen jetzt die Würmer. Hier draußen haben wir deutlich mehr Strömung. Ich glaube, das ist auch wichtig für das Wurmbündel. Ich bin jetzt langsam die Kante weiter hochgefahren, bis 2,70 Meter ansteigend. Die andere Rute liegt auf 1,80 und da haben wir es doch schön gestaffelt alles. So, und jetzt geht's ins Boot und mit Spannung auf den Biss warten. So, es ist geschafft, die Ruten sitzen. Sonne geht unter, Italiener machen drüben immer noch Krach, aber das gehört dazu. So, ich baller mir jetzt schnell was Leckeres zu essen rein. Irgendwann schaffe ich so eine Flasche auch mal auf Ex. Dann habe ich Schnitzel, Pommes, Salat von den Nährstoffen her direkt drin. So, schauen wir mal, erste Nacht dieses Jahr. Am Grande Fiume Po, einem der geilsten Gewässer, die es gibt. Und mit etwas Glück fangen wir heute Nacht den ersten Waller für das Jahr 2022. Drückt mir die Daumen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit aufs Boot. Genau, apropos Boot. Ich muss jetzt noch mein Stativ vorbereiten, dass ich die Kamera alles schnell einklicken kann. Und dann nochmal Kamera laden, Licht laden, damit da nichts schief geht. Geil. Das Schlimmste, was passieren kann, passiert jetzt gerade. Eben ist ein richtiges Gewitter durchgezogen. Jetzt haben wir einen richtigen Sturm gekriegt.
Schaut mal, wie die Lampe hier oben wackelt. Wir sitzen genau in der Windseite drin. Das ganze Zelt bebt. Der Sturm drückt genau auf uns drauf, vorne rein. Aber bis jetzt, muss ich sagen, hält alles. Ich hoffe nur, dass es weiterhin hält, dass die ganzen Verankerungen am Boot hier diesem Druck standhalten. Fini, alles gut. Chill weiter. Ich hoffe, es zieht schnell durch, weil wir sitzen jetzt genau, oder besser gesagt, liegen genau im Wind drin. Jetzt kommt auch noch Regen dazu. Nicht das beste Wetter, vor allen Dingen, wenn man auf so einer freien Fläche ist, wie wir gerade uns befinden. Ja? Kein Baum, kein nix. Hier bläst der Wind jetzt komplett durch. Wir haben die komplette Angriffsfläche drauf. Ist auf jeden Fall eine super Bewährungsprobe fürs Zelt, aber ich habe da nicht so viel Bock heute Nacht drauf. Und definitiv fürs Angeln ist es absolut nicht geil. Wir haben unsere ganzen Ruten im flachen Wasser abgelegt, also die ganzen Köder locken relativ flach. Und wenn jetzt hier so ein Sturm übers Wasser peitscht, gehen die Wälse definitiv in tiefere Gefilde. Nach dem Unwetter, ich hoffe, es zieht schnell vorbei, Daumen drücken. Und dass hier alles hält und überlebt, können die Chancen wieder steigen. Aber jetzt während des Sturms und im Regen, in dem ganz flachen Wasser, wo wir gerade angeln, naja. Aber Hauptsache, es hält alles, wir bleiben trocken. Dass die erste Nacht hier am Grande Fiume einen so empfängt, hätte ich auch nicht gedacht. Bis später. Ich passe jetzt auf hier, dass uns nichts wegfliegt. Finde ich alles gut, kommt, muckte dich ein, passiert nichts. Alter Vater. Alter Vater, wenn das Zelt mitmacht, dann ist es besser als so manches Haus. So ein Mist jetzt, gleich in der ersten Nacht. Kaum ist der Sturm vorbei, kommt der Einschlag. Unglaublich, unglaubliches Wetter zum Saisonstart. Und bis hätte ich jetzt echt immer gerechnet. Schweinekalt jetzt. Gesehen? Habt ihr das gehört eben? Da springen die Eschen. Ja. Kein schlechter Start. Eiskalter Waller zum Saisonstart. Geil. Ich freue mich nach der Wetterlage. Die Krönung. Oh. Und kein schlechter. Kein schlechter Fisch. Ich habe schon gedacht, mir fliegt das Zelt um die Ohren. Wahnsinn. Petri heil. Und jetzt geht's zurück in den warmen Schlafsack.
mega, mega. Einen wunderschönen guten Morgen. Alter Falter, war das eine Nacht. Ich glaube, mein Boot liegt komplett auf dem Trocknen jetzt. Voilà. Komplett vom Wind hier noch weiter auf die Sandbank geschoben. Wahnsinn. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Der Tag hat ja genauso schön angefangen wie der Morgen jetzt. Alles ganz ruhig. Die Sonne kommt schon wieder raus. Und dann dieser Wahnsinnssturm. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich das Boot hier wieder runtergeschoben bekomme. Und dass dann noch nach so einem Sturm so ein Fisch kommt, damit hätte ich nicht gerechnet, ja. Aber es hat mich mega gefreut. Wahnsinn, das ist Angeln. Bleibt gesund, achtet auf eure Sicherheit am Wasser. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Ciao, ciao.